Genau, ich bin Julia. Ich komme aus Bremen und ich bin Meeresbiologin. Und normalerweise, wenn Leute das hören, denken sie immer, ich erzähle ihnen gleich was über Delfine oder Wale. Aber wenn ihr das gehofft habt, muss ich euch leider enttäuschen. Ich arbeite nämlich mit etwas viel, viel Kleinerem, und zwar mit Mikroorganismen. Das ist ein bisschen so, Mikroorganismen, das können sein Viren, Bakterien, einzellige Algen, Protozoen, das sind kleine einzellige Tiere, Larven, sowas wie Fischlarven oder Krebslarven oder auch Pilze. Wir sind da ziemlich tolerant eigentlich, aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie eben winzig, winzig klein sind, sodass wir sie mit dem bloßen Auge kaum oder gar nicht sehen können. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Leute sich nicht wirklich dafür interessieren, was super schade ist, weil die haben unglaublich wichtige Einfluss auf unser Leben. Zum Beispiel haben wir allein an und in unserem Körper mehr Bakterienzellen als menschliche Zellen. Das heißt, wir sind eigentlich mehr ein wandelnder Bakterienhaufen als ein Mensch. Und im Meer sieht das Ganze nicht anders aus. Wir haben in einem Tropfen Meerwasser schon allein 1 Million Bakterien, 10 Millionen Viren, ich habe hier ein bisschen Probleme, und noch 1000 mehr andere Mikroorganismen. Aber ich will ja nicht, dass ihr heute hier so rausgeht. Oh, es kam kein Ton, oder? Habt ihr den Ton gehört? Nein, okay, verdammt. Das hat vorhin noch funktioniert. Der kleine Elefant sagt nämlich eigentlich, ich habe nämlich Angst vor Bakterien. So, tut mir leid, das muss ich jetzt synchronisieren. Genau, nein, die müssen da drin sein, die sind gut da. Und die sind unglaublich wichtig. Und ich will das euch heute einfach mal ein bisschen zeigen. Und es gibt sogar auch richtig coole Mikroorganismen. Und die will ich euch heute mal vorstellen. Wie dieses Bakterium Alvibrio fischeri. Das sind diese kleinen Würstchen, die ihr hier sehen könnt. Und Alvibrio kann was ziemlich Cooles. Leider funktioniert das Sound jetzt nicht, aber es geht auch ohne. Oh. Magie. Der funktioniert doch. Das ist Vibrio. Vibrio kann leuchten. Das Geräusch machen sie nicht. Da habe ich ein bisschen geschummelt. Wenn ihr mich das nicht glaubt, jetzt habt ihr mir meine Sachen weggenommen. Ich habe sie dabei. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich kann die mal rumgeben, wenn ihr die irgendwie unter dem Pulli steckt. Dann leuchten sie. Sie sind leider ein bisschen mitgenommen von der Reise. Ich hoffe, sie leuchten noch gut. Bitte einfach nach der Show irgendwie wieder hier zurückgeben. Ich muss die zurückbringen. Meine TA reißt mir sonst den Kopf ab. Die hat da anscheinend eine große Bindung zu denen. Okay, also leuchtende Bakterien. Mhm. Was macht man mit sowas? Leute wie ich. Wir machen damit Geburtstagskarten für unsere Freunde. Aber es gibt auch Lebewesen, die können damit ein bisschen was Sinnvolleres anfangen, wie zum Beispiel dieser kleine Tintenfisch hier. Das ist ein hawaiianischer Zwergtintenfisch, der lebt vor Hawaii. Der ist ganz klein, hat ungefähr so die Durchschnittspenisgröße von AfD-Mitgliedern. Und der hat Vibrio als Symbionten, das heißt, diese Bakterien leben in ihm drin. Und er benutzt die als Tarnung und das Ganze sieht dann so aus. Okay, im Dunkeln leuchten Tarnungen macht jetzt mal gerade nicht so viel Sinn. Aber man muss das Ganze im Kontext betrachten. Und zwar, dieser kleine Tintenfisch versteckt sich tagsüber im Sand und nachts traut er sich dann raus und schwimmt an die Wasseroberfläche und frisst Plankton. Aber er ist ein Tintenfisch, Tintenfisch ist lecker, das heißt, er hat viele Räuber, die ihn gern fressen würden. Und wenn wir jetzt eine schöne, wolkenlose Mondnacht haben, der Tintenfisch sitzt an der Wasseroberfläche, der Mond scheint auf ihn herunter, ein Fisch schwimmt unten lang, sieht nach oben und dann kann er die Silhouette von dem Tintenfisch hier sehen. Wenn jetzt aber der Tintenfisch seine Bakterien anschaltet, leuchtet er auch und dann ist er im Mondlicht nicht mehr zu erkennen. Und das ist dann die sogenannte Gegenschattentarnung, wunderschönes deutsches Wort. Und so macht das Ganze dann doch wieder Sinn. So, die nächste Mikroorganismengruppe, die ich euch kurz vorstellen möchte, sind die Dinoflagellaten. Das ist eine meiner Lieblingsgruppen. Und die sind verantwortlich für eines der schönsten Naturschauspiele, die ich so persönlich beobachten durfte. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. So, was ihr gerade hier gesehen habt, ist wirklich echt, das schaut wirklich so aus. Das sind Dinoflagellaten, die hier leuchten. Das war eine, das ist eine seltene Geschichte, das war eine riesige Blüte an der Küste vor San Diego.
So sieht man das normalerweise nicht. Aber ja, was machen die da? Die feiern da keine Elektroparty. Nee, das Ganze hat natürlich eigentlich auch wieder Sinn. Mal so. So, wir haben einen Dino-Flaggeladen hier, der leuchtet. Aber normalerweise schwimmen die im Meer rum und wir können sie eigentlich nicht sehen. So, wenn jetzt ein Jäger kommt und ein Dino-Flag... Boah, Gott. Entschuldigung. So, hört ihr mich wieder? Okay. Okay. Wir haben Jäger, packt den Dino-Flaggeladen, fängt er an zu leuchten. Der Jäger erschrickt, lässt los, der Dino-Flaggeladen hört auf zu leuchten. Und das ist einfach mal wieder auf, wie eigentlich immer in der Biologie, auf die vier Fs zurückzuführen: Fighting, Flighting, Feeding und Mating. Der braucht immer ein bisschen, ne? hier ist das einfach durch den mechanischen Stress der Wellen. Und das hat einen großen Vorteil. Also, wenn ihr das nächste Mal am Meer seid, geht einfach mal ans Wasser, wedelt so ein bisschen. Und wenn ihr Glück habt, dann leuchten die auch für euch. Und ich kann euch das sehr empfehlen, das mal auszuprobieren, weil das ist wirklich ein sehr magischer Moment. Und wenn die, das waren jetzt Mikroorganismen, die man ausnahmsweise mal sehen kann. Aber in der Regel können wir sie nicht sehen. Und sie haben trotzdem ganz, ganz wichtige Aufgaben für unser aller Leben. Also wir können sie sogar gerade jetzt hier spüren. Zum Beispiel bilden photosynthetische Bakterien und Algen die zentralen Bestandteile der Nahrungskette im Meer. Das heißt, die nutzen Photosynthese, um zu wachsen und werden dann im Endeffekt von allem gefressen, was im Wasser so rumschwimmt und so rumkriecht. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen der McDonald's der Meere, aber so wahrscheinlich gesünder. Aber ja genau, sie betreiben Photosynthese und wahrscheinlich, wie wir alle wissen, wird bei Photosynthese aus CO2 nicht nur Zucker gebildet, sondern auch... Ja, traut euch ruhig. Alkohol, ja, hätte ich auch gern. genau, Sauerstoff, habt ihr doch gewusst. So, und diese kleinen Viecher sind für mehr als 50% des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre verantwortlich. Das heißt, jeder zweite Atemzug, den ihr auch jetzt gerade nehmt, kommt aus dem Meer. Und das ist auch eben einfach der Grund, warum wir auf unsere Meere besser aufpassen müssen, weil wir uns sonst sprichwörtlich selber die Luft abschnüren. Ja, Phytoplankton, die sind auch hart drauf. Ich glaube, vor 2 Jahren haben sie an der Internationalen Raumstation Phytoplankton an der Außenwand gefunden. Also, die sind so Meer, All, scheißegal. Können wir alles. Naja, auf jeden Fall, es gibt tausende mehr von diesen Mikroorganismen. Und wir wissen ehrlich gesagt unglaublich wenig über die. Die Forschung ist noch wirklich in den Kinderschuhen. Und das ist ein Grund, warum wir den Ocean Sampling Day gegründet haben. Der Ocean Sampling Day ist ein ganz besonderes Event. So etwas gab es davor noch nie. Und da werden an einem einzigen Tag, dem 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, auf der ganzen Welt Wasserproben genommen, um die Mikroorganismen zu bestimmen. Um quasi eine Momentaufnahme der Mikroorganismen im Meer zu schaffen, an einem einzigen Tag. Und ja, wie macht man sowas? Die EU wollte uns kein Privatjet sponsern. Das gibt es nur für Politiker, die Teppiche kaufen wollen. Nee, wir mussten eine andere Lösung finden. Wir haben einfach unsere Kollegen gefragt und einfach gemeint, ey, wollt ihr uns nicht helfen, wollt ihr mitmachen und auch so eine Probe nehmen? Und die Leute waren super motiviert, super begeistert und hilfsbereit. Und ja, die ganzen blauen Punkte, die ihr seht, das sind alles die Stellen, wo dann so Proben genommen wurden. Und das ist im Endeffekt ziemlich simpel. Hier unten das Weiße, das ist ein sogenannter Sterivex-Filter. Das kann man sich vorstellen wie ein Kaffeefilter. Also einfach so ein Papier mit ganz, 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 ganz kleinen Poren. Da wird Wasser durchfiltriert und die Mikroorganismen bleiben einfach drauf kleben. So, und diese Filter wurden dann gesammelt und alle zu uns nach Bremen geschickt. So, das ist harmlos. Wir hatten noch viel, viel mehr. Ich glaube, so ein Zalando-Schlussverkauf ist nichts dagegen, so der arme Postbote. Genau, und was machen wir? Wir nehmen diese Filter, wir kratzen die Mikroorganismen darunter und wir extrahieren die DNA. Und aus der DNA können wir dann Sachen ablesen, also zum Beispiel sowas wie, wer ist da draußen eigentlich unterwegs? Wir können gucken, was die machen anhand von den Genen. Und wir sind vor allem interessiert daran, wie sie mit ihrer Umwelt interagieren. Wie beeinflussen sie die Umwelt? Wie beeinflusst die Umwelt sie? Also gerade in den Zeiten des Klimawandels sind das sehr wichtige Fragen. So wie ich vorhin schon meinte, wir wollen eben eine Momentaufnahme der Mikroorganismen im Meer an einem Tag schaffen. Und das kann man sich so vorstellen, wirklich wie ein Foto. Und die Proben sind Pixel. Und je mehr Proben wir haben, desto schärfer wird das Bild. So 2014, im ersten Jahr, haben wir 191 Proben gesammelt von Wissenschaftlern. Ist schon viel, aber das Meer ist riesengroß, es ist eigentlich nichts. Deswegen wollten wir noch mehr. Aber wie kann man das machen an einem Tag? Da sind wir auf euch gekommen. Und wir haben das Citizen Science oder Bürgerwissenschaftsprojekt MyOSD ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben ein Sampling-Kit entwickelt, wo alles drin ist, was man braucht, um so eine Probe zu nehmen. Und wo einfach jeder, der Lust hat und interessiert ist, auch mitmachen kann und so eine Probe nehmen kann. Und das schaut jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber keine Sorge.
Ich hab das durchgetestet mit einer Gruppe von Politikwissenschaftlern. Und die haben das auch hingekriegt. Also idiotensicher. Wir haben das dann 2015, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Wir haben aus 19 verschiedenen Ländern 192 Proben gekriegt, also sogar eine Probe mehr als von den Wissenschaftlern. Sie waren sogar im besseren Zustand als von den Wissenschaftlern. Bin ich super stolz drauf. Und weil das so schön war und weil dieses Jahr das Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane ist, machen wir das Ganze dieses Jahr nochmal, also nächsten Dienstag. Und zwar mit dem Fokus auf Deutschland. Das heißt, uns interessieren Nordsee, Ostseeküste und aber auch die Flüsse, die darin münden. Also wir wollen eine Bakterienbestandsaufnahme von der Quelle bis ins Meer machen. Ihr habt hier die Leine. Und wir haben über 1000 Kits verteilt. Es gibt noch genau 10. Ich habe die heute dabei. Und die allerletzten Kits, die noch existieren. Und ich hoffe, weil in Hannover haben wir, glaube ich, bis jetzt 2 Proben. Und ich hoffe sehr, dass ich hier noch 10 Leute finde, die nächsten Dienstag Proben nehmen wollen und sich von mir ein Kit abholen. Wir nehmen auch Sonntag und Montag. Wir sind ein bisschen tolerant. Und ich hoffe, dass ich ein paar Interessierte finde. Ihr könnt einfach nachher zu mir kommen. Ich habe die Kits hier dabei und könnt euch eins abholen. Dankeschön.